Willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus Minecraft in meiner Survival-Welt. Ja, ich bin hier in dieser Schlucht stehen geblieben und hier wollen wir heute weiterschauen nach Ressourcen und nach Diamantensuche auf jeden Fall. Wir haben hier auf jeden Fall noch etwas Lapis Lazuli. Das nehmen wir gleich mal mit. Wunderbar. Und mal gucken, was haben wir so an Platz dabei. Wir können auf jeden Fall noch etwas Eisen mitnehmen. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und bald können wir gar nichts mehr tragen. Dann werden wir auf jeden Fall nur noch einen Platz frei halten für Diamanten, würde ich sagen. So lange dann suchen, bis es Diamanten irgendwo gibt. Ja, aber irgendwann muss es ja mal irgendwo welche zu finden sein. Und ja, ich denke mal, bald werde ich die finden. Also ich hoffe es mal. Okay, wir nehmen hier noch etwas, den Redstone mit. Und gucken direkt hier mal rein. Kohle. Kohle haben wir mal wieder. Noch mehr Kohle. Naja, immerhin die Erfahrung, wenn ich keine Kohle mehr einsammeln kann. Steine kann ich noch einen Stack und Erde kann ich noch einen Stack wegwerfen. Aber dann wird es langsam kritisch. So, und wo kommen wir hier? Hier kommen wir wieder zu unserem anderen Tunnel. Ja, die Frage ist ja auch so, sollten wir Diamanten oder sollte ich Diamanten finden? Ist die Frage auch noch, wie viele Diamanten werde ich finden? Sind es viele oder nicht so viel? Das ist immer so eine Sache. Und ich würde gerne auch mich einmal hier durchbauen, dort hinten zu diesem Gold. Möchte ich auch noch mitnehmen. Auf jeden Fall noch Höhe 11, also ich muss auf jeden Fall langsam mal ein paar Diamanten finden. Das wäre echt nicht schlecht. Ich glaube, dann mache ich 3 Freudensprünge in der Luft. Und zwar rückwärts mit dem Salto. Ja, Spaß. So akrobatisch bin ich natürlich auch nicht. Wir schauen mal hier entlang, nicht, dass ich jetzt direkt auf die Lava zukomme. Aber ich glaube nicht. Es geht noch. Ich bin auch einen tiefer. Hier eigentlich? Ich höre die Lava, aber auch nicht so wirklich. Ich höre das Wasser und die Lava. Eigentlich müssten wir ja schon jetzt direkt hier hinter dem Gold sein. Ja, wunderbar. Das ist gut. Und Leute von heute. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das sind Diamanten. Und die sind direkt dort drüben. Wie konnte ich die übersehen? So. Moment. Nein. Ja doch, stimmt. Ich stand ja die ganze Zeit dort. Und hier in der Richtung war ich ja noch gar nicht. Stimmt. Das finde ich super. Diamanten. Die sind auch noch 2 Stück an der Zahl. Sind jetzt nicht allzu viele, aber immerhin. Immerhin. Es sind Diamanten. Wenn es nur einer wäre, wäre mir auch egal. Jetzt muss ich nur aufpassen, wo hier die Lava ist. Das ist wirklich ganz gefährlich hier. Lava ist da wohl nicht unter, wie ich gerade gesehen habe. Leider habe ich Glück gehabt, wenn ich es abbaue. Hinten läuft der Creeper, habe ich gesehen. So nicht, dass es jetzt zu dunkel wird. Ich weiß noch nicht, was ist hier unter noch. Ja, okay. Wir werden auf jeden Fall da hinten weiterschauen. Vielleicht gibt es hier sogar noch mehr Diamanten. Ich weiß es nicht. Ich werde mich mal überraschen lassen. Und gucken wir es jetzt nochmal hier an. Ja, wunderbar. Aber ich kann sie nicht aufsammeln. Nein. Ja, und ein Erfolg erzielt. Diamanten. Wunderbar. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr als 3 Diamanten. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann auch
Diamantspitzaxt machen. Das heißt, ich könnte auch Obsidian mitnehmen und könnte mir dann irgendwann einen Enderportalrahmen bauen, was ich auf jeden Fall an der Oberfläche machen werde. Drei haben wir. Ja, ich würde sagen, das hat sich schon mal gelohnt. Ja, das hat sich richtig gelohnt. Das finde ich jetzt richtig toll. Ich glaube nicht, dass hier in der Nähe jetzt nochmal Diamanten sind. Da oben ist noch Gold. Das lasse ich auch mal da oben erst. Ich möchte irgendwie auch nochmal hier. Mann, ich möchte einfach mal da weiter. Ich werde mich einfach hier durchbohren. Ich habe da jetzt keine Lust, die ganze Lava wegzuruppen und das Wasser. Dann bohren wir uns halt durch die Wand. Das kann ich ja auch ganz gut. Aber aufpassen, diese Redstone und. Mein Gott. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe keine Ahnung. Naja, macht nichts. Ja, wir gucken hier mal. Oh, da ist Lava, okay. Ja, die Lava kann kommen, die Lava kann kommen. Kein Problem mit. Ja, ich begebe mich gerade selbst in Gefahr. So. So nicht, so nicht, so nicht. Genau. Das heißt, ich muss ja hier schon mal gewesen sein. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch ein bisschen die Lava zubauen. Ich habe ja keine Ahnung, was hier noch so kommen kann. Das ist so die Frage. Denn auf einmal bin ich in der Lava und dann war es das. Und dann war es das auch mit den Diamanten. Und das wollen wir ja nicht. So. Gut, 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 gut. Bauen hier einfach alles mal schnieke zu. Und ich weiß nicht, wie hell es ist. Ich setze einfach mal eine Fackel. Da haben wir noch Eisen, jede Menge Redstone. Das heißt, von da komme ich irgendwo. Hier könnte man sich noch mal eine Runde bohren. Dann war ich hier auch schon, aber hä? Ich habe keinen Sinn, dass ich hier schon war. Das ist ja Wahnsinn. Ja, hier ist noch so ein Tunnel. Hier aber noch mal gucken, was hier noch ist. Auf jeden Fall Redstone. Unter Wasser verbergen sich ja auch manchmal. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Das wäre ja dann definitiv. Nehmen wir schon wieder Höhe 16. Ich muss mal gucken. Höhe 13. Und 11. Ja. Ich kann mal gucken, dass ich mich hier nochmal reinbohre. Hier haben wir noch Eisen. Erstmal Licht. Ja. Und meine Aufgabe, also die ich mir selber gestellt habe, um Diamanten zu finden, habe ich ja so gesehen erledigt, würde ich sagen. Das heißt, ich dürfte ab jetzt wieder zurück zur Oberfläche, wenn ich möchte. Aber ich werde nicht zur Oberfläche gehen, denn ich würde gerne noch versuchen, noch mehr Diamanten zu finden. Denn ich bin jetzt wirklich richtig diamantengeil und möchte auf jeden Fall vielleicht sogar, wenn es geht, irgendwie am besten eine ganze Rüstung zusammenbekommen. Ich weiß, das ist unmöglich. Naja, nichts ist unmöglich, aber ja, ich stelle mir schon wieder Sachen, Barrieren in den Weg, die schwierig machbar sind, sage ich mal, aber die ich auf jeden Fall bewältigen kann. Und das versuche ich auf jeden Fall. Und ich bin jetzt Höhe 10, das ist auch mal ganz gut. Na, jetzt so. Das ist auch mal ganz gut, vielleicht eine Reihe weiter unten zu graben.
kann ja gar nicht verkehrt sein. Denn ab Reihe 11, also Ebene 11 oder Tiefe 11, wie auch immer, gibt es ja Diamanten. Und ja, und weiter unten gibt es auch welche. Aber auf Höhe 11, sage ich mal, sind es auf jeden Fall öfter halt erscheinen. Und deswegen gucke ich auch gerne Höhe 11. Und ich bemerke gerade, da sind wir nochmal Steine, die wir wegschmeißen können, auf jeden Fall. Ja, das war's dann mit der Axt. Jetzt sammelt er die ganzen schönen Steine hier ein. Ja, ich habe ein Problem, Leute. Und zwar habe ich nicht aufgepasst. Ich habe ja die Werkbank irgendwo vergessen. Und jetzt ist das Problem gekommen. Ja, was jeden Mal passieren kann, aber nicht unbedingt passieren würde. Und zwar bin ich in der Höhle gefangen, so gesehen. Auf Ewigkeiten, bis ich mich nach oben bohre. Ja. Und das könnte ziemlich lange dauern. Ich habe zwar jede Menge Eisen, aber ich habe keine Workbench. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mir. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich mir eine Spitzaxt herstellen soll. Ohne Holz und ohne. Also Holz habe ich ja. Ich habe ja Stöcker genug. Nur ich kann sie ja leider hier nicht craften. Das geht ja nicht. Alter Schwede, das ist ja mal jetzt richtig fies. Also, es gibt eine Möglichkeit, mich nach oben zu bauen. Das Problem ist, es wird Stunden dauern, sich durch das Gestein zu bauen. Vielleicht finde ich irgendwo Erde, wo ich mich noch etwas schneller hinaufbewegen kann. Da muss ich natürlich auch noch auf die guten alten Monster aufpassen. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Irgendwo Erde, Geröll, da ist Geröll. Ich baue mich mal zu der Seite. Ich komme ja auf jeden Fall raus. So ist es nicht. Aber da ist das Problem. Da hinten ist ein Skelett. Das kann ich ja locker abschießen. Wenn ich hier das Geröll abbaue, ich weiß nicht. Wie viel Geröll dort hinter. Wie viel habe ich denn da mit Schaufel? Ah, das ist auch nur die eine. Ich müsste jetzt mal gucken. Wie viel Geröll hier hinter der Wand ist. Gar nichts. Shit. Es kann mich treffen schon. Es kann mich schon treffen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, von der Seite auf jeden Fall nicht. Wir haben genug Steine. Wir können uns hier mal ein bisschen durch die Schlucht bauen. Ich suche jetzt irgendwo hier oben an der Decke. Wäre nice, wäre sehr nice, wenn jetzt irgendwo Erdblöcke wären. Weil dann könnte ich mich nach oben weiter hochbauen. Es würde auf jeden Fall schneller gehen, als wenn ich mich mit der bloßen Hand durch Stein baue. Ich höre schon wieder Lava. Ich glaube, da geht es noch ein kleines Stück höher. Ich glaube, ich habe Chancen. Ich glaube, ich habe Chancen. Wenn ich falle, falle ich auch nicht so tief. Dann falle ich direkt ins Wasser. Da oben ist noch ein Creeper. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, aber ich sehe ihn auf jeden Fall. Da ist Geröll. Ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen. Also es ist spannend. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich kann natürlich auch sterben. So ist es nicht. Und das mit den Diamanten im Gepäck wäre jetzt nicht so toll. Ja, ich hätte vorher drüber nachdenken sollen. Ich hätte in der letzten Folge einfach mal vielleicht die Workbench mitnehmen sollen. Das wäre ziemlich safe gewesen, würde ich sagen. Aber, ja, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, ne? So kann es kommen. Ne, da wollte ich ihn nicht hinsetzen. Hier setze ich es hin. Da ist nichts, da ist gar nichts. Ich habe jetzt gar nicht so große Angst, dass runterfallen ist ja nicht so schlimm. Ich würde höchstens nur seitlich in die Lava fallen. Ist ja nicht so schlimm.
Das einzige Problem ist, wie viele Fackeln habe ich noch? Fackeln kann ich mir genug herstellen, das ist kein Problem, das ist schon mal gut. Ich muss an den höchsten Punkt. Ich muss auf jeden Fall an den höchsten Punkt. Höhe 27, ja, das ist. Warum gibt es hier keine Erde? Ich glaube, da hinten ist Erde. Ich sehe das nicht so ganz genau, aber ich glaube, da ist Erde. Ich werde mich da mal hin weiterbauen. Ah, definitiv nicht so. Ich glaube, da oben ist irgendwas. Ich kann das wirklich nicht sehen. Ich muss mich dafür eigentlich noch ein bisschen höher bauen. Da geht es auf jeden Fall noch ein Stück höher. Ah, ich bin direkt unter der Lava, ne? Über der Lava. Sorry. Das ist da, das ist eine kleine Nische. Aber dort ist Geröll. Geröll ist da auf jeden Fall. Das Tolle ist jetzt an der ganzen Sache. Wir bauen uns jetzt mal zu den Creeper rüber. Und machen mal was ganz Verrücktes. Oh, ich hoffe, der explodiert jetzt nicht. Das war verdammt gefährlich. Ich habe mich schon unten liegen sehen. Aber nur fast. Ich esse erstmal was, bevor ich verhungere. Ja. Ich mag ja solche spannenden Sachen, wie diese Expedition, auf der ich gerade bin. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde das toll. Joa. Sollte man mal eine kleine Herausforderung, eine kleine Extremsituation. Okay. Diese kleine Nische, ich dachte, das Geröll geht jetzt ein bisschen weiter hinauf. Aber wir sind definitiv sehr weit oben und es gibt keine andere Möglichkeit, sich mit der Hand nach oben zu buddeln, bis an die Oberfläche und Holz zu holen. Ja, also eins muss ich nochmal dazu sagen. So etwas wird mir nie wieder passieren. Das ist mir auch noch nie passiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Also einmal und nie wieder, sage ich dazu nur einfach. Die Frage ist, baue ich es jetzt treppenförmig oder baue ich mich direkt hinauf? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch irgendwie Lava oder sowas. Ja, dann bin ich nämlich auf jeden Fall. Also wenn jetzt von oben noch Lava kommen sollte, was ich nicht denke, also passieren kann ja alles, was ich nicht hoffe. Ich höre sehr stark Lava. Was für eine Höhe sind wir denn? 37, Leute, ich habe keine Ahnung, auf was für einer Höhe überhaupt Lava kommen kann. Wie gesagt, wenn jetzt was passiert, dann passiert es. Und dann würde mich auch der Lava-Eimer nicht mehr retten. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe irgendwie richtig Angst gerade. Denn ich höre so stark die Lava, das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, ob die über mir ist oder seitlich von mir ist. Ja. So, ich könnte ja jetzt dann. Ja, gut, hier ist schon mal safe. Ich könnte mich, wenn irgendwas passiert, von oben schnell hier in die Seite reinlaufen und mich einbauen. Dann wäre ich auf jeden Fall. Safey. Oh mein Gott. Und ich muss versuchen, irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Ich höre Lava. Ich höre Lava. Ich höre Lava so stark auf mein Ohr, wie ich sie noch nie gehört habe. Das kann niemals von unten kommen. Mein Gott. Aber sie ist nicht über mir. Es kann auch seitlich sein. Es kann alles sein. Okay, das ist gut. Wir bauen mal die Fackel ab. Setzen die ein Stück weiter oben hin. Ah, ich habe jetzt irgendwie. Moment, jetzt muss ich mal kurz was. Ja. Okay. Die Lava ist auf jeden Fall. Die müsste seitlich gewesen sein. Die Lava ist auf jeden Fall leiser geworden.
Ich höre nichts mehr. Und wir sind auf Höhe 42, das ist relativ weit oben. Wenn wir natürlich mitten in einem hohen Berg drinne stecken, dann kann ich natürlich noch etwas buddeln. Ich glaube, Höhe 20 Ebene muss ich noch nach oben. Ich hoffe, es ist nicht mehr allzu weit. Okay, wir versetzen einfach mal so. Also wie gesagt, Leute, so etwas wird mir nicht wieder passieren. Ich werde jetzt immer, eigentlich habe ich auch immer Holz dabei. Das ist wirklich Wahnsinn, ist das. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Idee, hinauf zur Oberfläche zu gehen, eine neue Workbench zu holen, vielleicht schnell eine Runde bis nach, ja, ich weiß nicht, wie weit es ist, bis zu meinem Haus oder bis zum Dorf, eine Safe, also eine Truhe stellen, die Diamanten rein und wieder runter in die Höhle hier. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich höre schon wieder ein Höhlengeräusch. So, und was jetzt nicht kommen dürfte, was ich nicht so gut fände. Ich hatte mal eine Situation, das war auf einem Server, habe ich gespielt. Oder war es sogar eine Adventure Map? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mich mal nach oben gegraben. Und also ich habe mich immer, also da wollte ich auch an die Oberfläche und habe mich immer gerade nach oben gegraben und bin unter einem riesen Meer, aus einem Meer heraus, also unter einem Meer war ich und bin über diesem Meer, nicht über den Meer, also unter der Fläche hinausgekommen und war halt mitten im Ozean. Und es ging, glaube ich, noch etliche Ebenen nach oben. Und das habe ich dann leider nicht ganz geschafft und bin dort ertrunken. Ja, das war ein sehr tragischer Tod. Denn ich hatte sehr viele Diamanten dabei und auch viele andere Ressourcen. Ich glaube, mein ganzes Gepäck war voll nur mit Ressourcen und ach, allen möglichen Dingen, die man so braucht. Ja, und das war schon sehr ärgerlich. Wie gesagt, es können die unvorstellbarsten Sachen können passieren und wir sind mittlerweile auf Höhe 53. Also so langsam müsste da was kommen. Da bin ich froh, dass ich auf jeden Fall hier in der Schlucht war, dass ich mich da noch einigermaßen etwas hinaufbauen konnte. Da haben wir uns auf jeden, also habe ich mir auf jeden Fall die Hälfte gespart, jetzt hinaufzubuddeln mit der bloßen Hand. Und ich glaube, wir sind oben. Ja, wir sind oben. Und es ist Nacht. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, dass Nacht ist. Schauen wir mal kurz, wo wir sind. Kommt mir nicht gerade sehr vertraut vor. Ich muss aufpassen. Birkenwald. Birkenwald. Da ist ein See. Ist hier denn irgendwo? Ja, Bäume sind hier genug. Das ist schon mal gut. Wo sind wir? Wo sind wir? Für mich jetzt auch nicht irgendwie. Eieiei. Wir haben uns ja Ewigkeiten in verschiedenen Richtungen. In verschiedenen Richtungen haben wir uns gebohrt. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, also wo wir überhaupt sind. Ich habe das hier auch ganz auch noch nie gesehen. Ich weiß, dass es einen großen Birkenwald gab. Nur ich sollte jetzt auf jeden Fall erst einmal die Orientierung wiederfinden. Das fände ich wäre sehr, sehr praktisch, denn sonst wird es hier sehr, sehr kritisch. Und ich werde auf jeden Fall gleich Holz mitnehmen, sobald ich weiß, wo ich hier ungefähr bin. Ja, hier sieht man ja wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der dies ja wieder wunderbar. Boah.
Ich bin ja am Ende der Welt. Oder auch nicht. Ich weiß wieder, wo ich bin. Ich habe eine kleine Orientierung. Also ich weiß nicht wirklich genau, wo ich bin, aber ich sehe unseren Turm in der Ferne, den ich einmal einst vor langer, langer Zeit aufgestellt habe, wo ich das End gefunden habe. Und dort hinten ist dieser Turm, den habe ich ja bis in die Höhe gebaut und habe eine Fackel oben drauf gestellt und der ist dort hinten. Das heißt, oh, wir haben uns eine ganz schöne Ecke noch durch die Höhlen gebohrt. Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall weiß ich, dass dort das End ist und von dort aus hat man, glaube ich, auch ganz schwach ein Dach gesehen von dem Dorf, denke ich mal. Ich glaube, dass das Dorf war. Aber genau kann ich es nicht mehr sagen. Ich weiß es selber gerade nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass dort das End ist. Und bevor ich es wieder vergesse, werden wir erstmal ein paar überschüssige Sachen los und nehmen uns auf jeden Fall ein wenig Holz mit. Gucken, der hier wird nicht mehr gebraucht, denke ich mal. Den können wir locker abholzen. Aber hey, Leute, immerhin 4 Diamanten. Das ist verdammt viel. Da freue ich mich sowas von drüber. Und ich werde auf jeden Fall Obsidian noch mitnehmen. Wahrscheinlich nicht in dieser Folge, in der nächsten Folge. Auf jeden Fall Obsidian. Und auf weitere Diamantensuche gehen. Ja, das ist so mein nächstes Ziel, würde ich sagen. Weil die Axt habe ich ja, die Spitzaxt habe ich ja auf jeden Fall erstmal. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, würde ich sagen. Und ich werde mir die jetzt auf jeden Fall nochmal herstellen. So, Holz. Haben wir einen guten Stack. Das lassen wir hier. Und dann kann ich, das Gute ist, ich kann von dieser Position aus wieder auf Höhe 11 weitermachen. Von der Dungeon aus, das finde ich ganz gut. So kann ich mich nämlich auch nicht, ich kann mich noch wieder verlaufen, ne? Klar, ich kann mich immer verlaufen. Ich muss ja auch irgendwie den Weg von der Dungeon wieder zurück noch bis zum Dorf oder bis zu meinem Haus irgendwann wiederfinden. Das wird auch nochmal eine kleine Herausforderung. Denn ich weiß nicht mehr, in welcher Himmelsrichtung wo was liegt. Das kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen. Das habe ich total vergessen und es ist verdammt lang her. Okay. Ich habe auf jeden Fall die Diamantspitzaxt. Und was ich jetzt noch brauche, wird auf jeden Fall, ja, 2 Eisenspitzaxte, Äxte. Axte hört sich auch mal gar nicht mal so schlecht an. Wir stellen uns ein paar Axte her, keine Äxte. Andesit brauchen wir nicht. Was kann man hier noch wegschmeißen? Eben haben mir die Steine ja das Leben gerettet, wo ich mich hochgebaut habe. Und daher Erde möchte ich gerne noch mal behalten. Man kann ab und zu immer mal, wie gesagt, Redstone. Diese Dinger könnte ich noch wegschmeißen. Die bräuchte ich im Moment auch nicht. Ja, davon Erde behalte ich erstmal noch. Man weiß ja nie. Ansonsten andere Ressourcen wie Eisen werde ich erstmal nicht weiter ein, doch werde ich einsammeln, bis der 64er Stack voll ist. Gold kann ich auch noch einsammeln, jede Menge. Ja, klein wenig Lapis noch. Aber das war's dann auch schon. Gut, wir haben alles, was wir brauchen. Wie gesagt, in der nächsten Folge weiter auf Diamantsuche. Und ich sage bis dahin erst einmal wieder, macht's gut, schaltet wieder ein, es wird wieder spannend. Und bis dann. Ciao.